Jetzt haben wir immer noch das zweite Paar. Hey, Kumpels. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin nur vorsichtig. So. Und Tarion hungert mal wieder. Wow, das war ein schöner Crit, wenn ich richtig gesehen habe. 222, das ist eine Menge Pulver. Wow. Hast du noch genug für einen? Ja. Komm, beweg dich. Du bist out of energy, so. Gut. Tarion, essen. Ein Leibbrot. Gut. Du, auch ein Leibbrot. Und du, ein Stück davon, so. Ach, und du kannst deine Schuriken wieder aufräumen, so. So, habt ihr irgendwas versteckt gehabt? Blitzbomben und Mattwut, Wutzeugster. Und hier ist nichts. Gut. Aber ich höre auf jeden Fall da unten was rumlaufen und ich sehe auch, dass da unten Gänge sind. Aber vorsichtshalber speichere ich mal hier. LP 071, so. Dann können wir ja eigentlich theoretisch nur noch da lang gucken. Wie heißt das Gebiet hier eigentlich? Das ist die Wormbond Catacombs. Und unter denen ist bis jetzt noch nichts zu sehen. Okay. Ich habe da was gesehen. Oh. Sind das nicht solche Fliegeviecher wie aus der Kristallhöhle? Da steht auf jeden Fall ein Axttypi. Okay. Ich kann also da runtergehen oder auf der anderen Seite runterspringen. Wow. Hallo Pseudo-Betrachter. Wow. Okay, du bist eine etwas interessantere Lebensform. Du nimmst auf jeden Fall sehr wenig Eisschaden. Wow. Kannst paralysieren. Weniger schön. Was hebt Paralyse auf? Also eine Legplate bestimmt nicht. Ah, Paralyse hebt sich von selber auf. Okay. Munition. Das war's auf der Seite. Oh, was hast du eigentlich? Du hast schon eine Legplate. Okay, dann brauchst du demnächst noch ein Level Up. Und ein Skill Point. Okay, hier ist... Was? Eine Truhe. Pilz. Hearthstone Bracer, das kenne ich ja noch. Protection plus 3 Accuracy. Ich kenne da jemanden, der könnte sowas gut gebrauchen. Und ein Tribal Spear. Der bringt uns nichts. Nicht wirklich was. Fackel? Oh, die kannst du mal mitnehmen. Wir haben nämlich nur 2. Ich habe ja eine in diesen
in diesem Unterwasserarchiv da verballert. Also ja, für das Hearthstone Wasteland hat sich schon mal wirklich gelohnt. Und irgendwie habe ich Angst, dass ich nicht mehr hier hochkomme, wenn ich da runterspringe. Weil das dann der Weg da einmal rum sein wird. Ich würde dich gern paralysieren oder so. Aber ich fürchte, das lässt du nicht mit dir machen. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal demonstrativ hier stehen. Genau, so. Oh. Von denen habe ich sehr viele, von den Dietrichen. Oh, hallo. Ich hoffe, da kommt nicht noch einer. Mit einem kann ich es aufnehmen. Oder mit einer Doppelgruppe. Mit zwei. So in einem Paar. Wow. Okay, das ist jetzt gefährlich. Wow, er hat sich gedreht. Das war gemein. Dich einfach zu drehen. Autsch. Ja, wir müssen gleich zurückziehen und rasten. Wow. Entweder sind die Jungs auch noch schneller geworden. So. Rasten. Und hoffen, dass wir jetzt nicht gleich überrascht werden im Schlaf. Wir wurden bis jetzt zum Glück noch nie überrascht im Schlaf. Du brauchst was zu essen. Hier, lecker Wagfleisch. Ist schon leicht angegammelt, glaube ich. Kann trotzdem nicht schaden. So. Oh, Tonkrüge. Hier bin ich unter dem blauen Kristall mit einem Flegel. Der nicht wirklich was bringt. Nö. Kannst also hier bleiben. Wir können da lang gucken oder wir gehen da lang weiter. Plate Gauntlets. Das sind schon Plate Gauntlets, ja. Hallo. Oh oh. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Ja, gehe ich. Wow. Voll in die Klinge gerannt. Da ist falsch, da ist richtig. Da ist auch noch richtig. So. Alles einsacken. Und da ist so ein Flatterviech gewesen. Da oben irgendwo. Jawohl, das ist... Das sieht gut aus. Das sieht aus wie der Weg zurück. Sofern ich den Knopf zum Öffnen finde. Wow. Was immer das Ding zu sagen hat, es muss warten. So, genau. Oh, das war jetzt nicht so schön. Ja. Sehr schön. Das nicht. So, das wiederum ist schöner. Nein.
Ja, kommt ruhig um die Ecke. Jetzt hoffe ich mal bloß, dass der Bogenschütze nicht von hinten kommt. Nein, er kommt ihnen hinterher gelatscht. Trinken Trank. Wow. Das ist jetzt nicht wiederum nicht gut. Jetzt bin ich eingekesselt. Trinken, trinken. Wow. Hammerhart. Hätte das jetzt in die Hose gehen können. Du warst auch mal leichter. Boah, was bist du echt für ein harter Bogenschütze? So, jetzt will ich mal kurz gucken, was sagt die Schriftrolle. Under and over and all over again and over. Okay, irgendein skurriles Rätsel mal wieder. Das lasse ich mal sicherheitshalber draußen. Ich brauche Tränke. 3 für jeden, würde ich mal sagen. Also 2 für dich. Und 3 für ihn. Und ja, ich kann es mir eigentlich leisten. Ich habe mir jetzt genug von den Caps. So. Ach, wenn wir schon dabei sind. Wie viel wiegen die? Nicht viel. So. Oh, das ist nicht so schön. Kommst du noch mal? Nein. Okay, ich gehe mal kein Risiko ein. LP072. Hier sind die Viecher ja noch einigermaßen angenehm. Das war einfach nur getrollt. Ja, wir können da noch weiter gucken. Aber jetzt frage ich mich gerade, wo das Fliegevieh hin verschwunden ist. Und ich kriege die Antwort auf dem Fuße. So. Wow. Genau rein. Ich hoffe, das war gerade nicht ein zweites von der Sorte. Au. Okay, das ist schon mal tot. Sie halten ja doch nicht so viel aus. Hier ist auf jeden Fall ein Teleporter. Möchte ich hier sein? Ich möchte nicht wirklich hier sein. Das war jetzt mal was Gruseliges. Nee, nee. Wir sind verletzt. Wir gehen zurück zum blauen Kristall. Speichern und heilen nochmal. Heilen und speichern nochmal. Er ist ja zum Glück schon wieder aktiv. Ich speichere am besten einfach mal über den letzten Spielstand drüber. Die 2-3 Minuten. Jupp. Speichern. So. Und dann würde ich sagen, gibt es erstmal wieder einen Cut, bevor wir uns weiter hier umsehen. Naja gut, viel haben wir ja nicht mehr. Wir könnten gucken, ob es hier aufgegangen ist, aber auf jeden Fall können wir hier nachgucken. Und dann können wir uns hier mal abseilen. Gut, dass wir das Seil geholt haben. Also, bis gleich.